Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuelle Debatte gibt mir die Gelegenheit, noch mal deutlich klarzumachen, was die Grundzüge grün-roter Verkehrspolitik sind im Unterschied zur Vorgängerregierung. Meine Damen und Herren, auch wenn Sie noch so oft darüber sprechen, Sie können nicht bestreiten, dass in den letzten 3 Jahren, seit wir die Verantwortung im Bereich Verkehr und Infrastruktur übernommen haben, dass in jedem dieser Jahren mehr Geld vom Bund abgerufen und umgesetzt worden ist, als in allen Jahren zuvor, mit Ausnahme des Jahres 2009. Der Vorwurf, ich würde etwas verhindern, ist so absurd wie daneben. Die Zahlen sprechen total dagegen. Nehmen Sie Ihren Brett vom Kopf weg, dann haben Sie einen Zugang zur Wahrheit. Meine Damen und Herren, die Prinzipien unserer Politik sind klar. Wir wissen, dass ein modernes Industrieland eine moderne, funktionsfähige Infrastruktur braucht. Und in Baden-Württemberg sind die Straßen da von allergrößter Bedeutung. Rund 90% des Personenverkehrs geht über die Straße, 70% des Güterverkehrs geht über die Straße. Von daher ist doch völlig klar, dass man sich um den Zustand der Straßen kümmern muss. Das hat diese Koalition im Vertrag festgelegt und von Anfang an ernsthaft angegangen und verfolgt. Wir haben einen Paradigmenwechsel in Baden-Württemberg in der Verkehrspolitik eingeleitet. Und ich sage Ihnen dazu, und wir haben diesen Paradigmenwechsel auch auf Bundesebene eingeleitet, und in den anderen Bundesländern kann man sehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Was sind die Prinzipien dieser neuen, anderen, modernen Straßenverkehrspolitik? Erstens, Erhalt ist sehr viel wichtiger als Aus- und Neubau. Zweitens, wir brauchen dafür insgesamt eine nachhaltige Finanzierung. Drittens, wir brauchen einen Sanierungstopf, wir brauchen Sanierungsmittel, um die aufgelaufenen, nicht gemachten Sanierungen nachzuholen. Und wir brauchen viertens einen maßvollen Aus- und Neubau, aber einen maßvollen, einen bezahlbaren. Und wir brauchen dafür Priorisierung und wir brauchen ein transparentes Verfahren über Kriterien, auch fachlich geschützt. All das haben wir vorangetrieben. Wir haben Schluss gemacht mit der Straßenbaupolitik im Stile des Gutsherren. Mal so geben, mal dort geben, mal da einsparen, sprich mal dort, ohne System. Das haben wir geändert. Dort, wo wir die Möglichkeit hatten, umzustellen, haben wir nicht nur für Transparenz, sondern auch für Verlässlichkeit und Planbarkeit gesorgt. Für eine lange Linie im Landesstraßenbau haben wir auf 10 Jahre hin klargemacht, was wir vorhaben, wie wir sanieren, wo wir ausbauen wollen. Was wir noch nicht geschafft haben, wofür ich aber, seit ich Minister bin, kämpfe und schon als Bundestagsabgeordneter und als Ausschussvorsitzender im Verkehrsausschuss dafür geworben habe, wir brauchen endlich auch seitens des Bundes eine klare, nachhaltige Finanzierung, die planbar ist, auch für die Länder. Und nicht mal hoch, mal runter, mal ein Impulsprogramm, mal ein Konjunkturprogramm, dann mal wieder eine Absage zum Sparen. Mit sowas kann man nicht planen, so kann man nicht kontinuierlich arbeiten. Und wer mal kurz zum Jahresende Millionen anbietet, ohne dass man die Möglichkeit hat zu verbauen, der bietet im Grunde genommen einem an, dass man das Geld verbrennt und nicht sinnvoll und sparsam einsetzt. Ich werde noch mal zu Ihrer Politik jetzt gleich kommen. Sie haben in all den Jahren unglaublich viele Versprechungen, und zwar in allen Bereichen, bei Bundesstraßen, bei Landesstraßen und bei Kommunalstraßen hinterlassen, die ganz und gar nicht finanziert waren. Und wir sind seit 3 Jahren dabei, alle Ihre Versprechungen abzuarbeiten und haben es noch nicht mal geschafft, weil sie so groß waren. Ihr wichtigstes Element war das Versprechen, Ihr wichtigstes Instrument war der Spaten, und der Spaten hat genau zum Stich gereicht, aber durchfinanziert waren Ihre Projekte selten. Wir ändern das. Meine Damen und Herren, ein Höhepunkt meiner Tätigkeit im letzten Jahr war am 7. Mai 2013 in Bad Mergentheim. Dort ist es mir gelungen, ein Versprechen von Hans-Karl Finger, Gott hab ihn selig, der vor 40 Jahren die Ortsumfahrung der B19 versprochen hat, dass ich,
den Spanstich machen konnten. So war ihre Versprechenspolitik. Nichts finanziert, alles ewig rausgeschoben. Wir haben das beendet. Wir arbeiten diese Listen ab. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Köberle? Nein. Nein. Es, auch die Opposition muss bisweilen zuhören. Meine Damen und Herren, auf Landesebene gab es Jahre, da waren die regulären Haushaltsmittel von Ihnen nahezu null. Und Sie haben mit immer neuen Konjunktur- und Sonderprogrammen haben Sie immer das wieder aufgestockt. Und was ist dabei rausgekommen? Wir haben sehr viele Schulden von Ihnen übernommen. Weit über 500 Millionen kreditfinanzierten Straßenbau müssen wir heute Jahr für Jahr abtragen. Das war Ihre Politik, Ihre Verschuldungspolitik, nicht nur in Geld, sondern auch noch in vorgezogenen Straßenbaumaßnahmen, die Sie nicht finanziert hatten. Wir haben auch hier einen klaren Paradigmenwechsel vorgenommen. Wir haben gesagt, wir werden in den nächsten 10 Jahren kontinuierlich im Landesstraßenbaubereich den Sanierungsstau abbauen. Wir haben die Mittel, und zwar Jahr für Jahr, auf hohem Niveau gehalten, im Vergleich zu Ihnen verdoppelt. Wir haben die Mittel in Sanierung verdoppelt. Das haben Sie nie hinbekommen. Sie haben systematisch die Verkehrsinfrastruktur im Lande, insbesondere die Straßenverkehrsinfrastruktur, aufgebraucht, Vermögensverzehr betrieben. Damit haben wir Schluss gemacht. Und Sie haben, das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, ich wollte das heute nicht so in den Mittelpunkt stellen, denn es ist ja eines nicht zu bestreiten. Sie haben im Vergleich zu Anfang der 90er Jahre, obwohl Sie immer rumgelaufen sind, Sie sind die Straßenbaupartei, haben Sie die Straßenbauverwaltung in den Regierungspräsidien und in den Ministerien glatt halbiert. Seit 2005, seit der teuflischen Verwaltungsreform, 30% der Stellen abgebaut. Dann kommt Frau Razzavi immer wieder und sagt, aber wir haben doch einen Korridor, wir haben doch die Korridorstellen. Alles KW-Stellen auf 3 Jahre, die in kleinster Weise kompensiert haben, was sie im Großen abgebaut haben. Sie haben drastisch die Verwaltung reduziert und wundern sich jetzt, dass die Verwaltung am Anschlag ist. Und gleichzeitig haben sie uns noch beschimpft. Jetzt kommen wir mal zu Ihren 100 Millionen, zu diesen Phantommillionen, zu dieser Luftnummer. Ich meine, erstens ist ja schon interessant, dass heute, der Bundestagsabgeordnete Bilger sagen muss, es sind wahrscheinlich nur 50 Millionen, wie ihm die Staatssekretärin gesagt hat. Also müssen Sie sich mal einigen, welche Zahl Sie überhaupt meinen. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Tatsächlich waren wir in diesem Jahr nicht in der Lage, zusätzliche Ausgleichsmittel abzurufen. Aber wir waren schon mit den regulären Aufgaben und Mitteln, die wir hatten, schon weit über dem Niveau, was im Jahr zuvor und in all den Jahren zuvor mit den Ausgleichsmitteln da waren. Auf höchstem Niveau hat die Verwaltung gearbeitet und war damit am Anschlag. Und wenn dann der Bund zum Ende des Jahres kommt, könntet ihr noch was abnehmen, nachdem er ihm das ganze Jahr uns jede Art von Baufreigabeeröffnung verhindert hat, das ist wirklich eine Nummer, die kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Herr Minister, gestatten Sie Herr Minister gestattet keine Zwischenfragen. Weil genau an diesem Punkt wird nämlich deutlich, wie halbherzig, wie unfähig auch Ihre Argumentation an der Stelle ist. Wenn Sie Land auf, Land ab rumlaufen und selbst Mitglieder des Verkehrsausschusses, selbst ehemalige Regierungsmitglieder, selbst Mitglieder der Bundesregierung und Mitglieder des Bundestagsverkehrsausschusses behaupten, wir können als Land ja problemlos Baustellen beginnen des Bundes. Nein, können wir nicht. Nur der Bund kann Baustellen beginnen. Der Bund hat uns in den letzten 2 Jahren systematisch jede Bitte abgeschlagen. A3, die heute wieder gekommen ist, habe ich sogar mit dem bayerischen Verkehrsminister geschrieben und gesagt, wir sind bereit, wir würden gerne beginnen. Was war die Antwort? Wir sehen derzeit keine Finanzierungsmöglichkeit. Sie haben teilweise als Abgeordneten geschrieben, ich habe die Briefe alle, Sie haben überall die gleiche Antwort bekommen, geht derzeit nicht, keine Finanzierungsperspektive. So war die Politik des Bundes. Alles verhindern an Neubauten mit der Ansage, wir haben da gar kein Geld, um dann am Ende des Jahres zu kommen, könnt ihr noch was abnehmen.
Wir haben dem Bund was angeboten, nämlich 45 Millionen können wir sofort abnehmen, nämlich die durch Verschulden gebaute Straße, Bundesautobahn, Engelbergtunnel. Da zahlen wir immer noch pro Jahr von Ihren Maßnahmen 45 Millionen ab, haben wir gesagt. Das ist was, was wir jederzeit sofort abwickeln können. Das können wir abwinken. Das hat der Bund abgelehnt. Freiburg hat dazu gesagt, das hat er abgelehnt. Ja, wenn er denn das Geld uns geben hätte wollen, dann hätte er es uns geben können. Hat er nicht gemacht. Ich halte fest, es gibt kein Baubeginn bei Bundesfernstraßen ohne eine Genehmigung des Bundes. Und wenn der Bund uns eine Genehmigung gibt, fangen wir an. Zweitens, wir haben nach wie vor, schreien Sie nicht immer dazwischen, sondern hören Sie mal zu, nach wie vor haben wir Baumaßnahmen, in einem Volumen von 500 Millionen. Laufende Bauprojekte bei angekündigter Menge pro Jahr von unter 100 Millionen des Bundes. Zweitens, wir haben zusätzlich etwa 800 Millionen baureife, planfestgestellte, rechtskräftig planfestgestellte Straßen, von wegen, wir haben nichts in der Schublade. Das macht zusammen 1,3 Milliarden. So, und dafür haben wir noch nicht in einem einzelnen Fall eine Baugenehmigung bekommen und Sie laufen immer rum, wie wenn, könnte man ja bauen, fang doch nur an, das ist doch überhaupt rechtlich gar nicht möglich. Sie täuschen die Bürger. Wir sind uns darin einig, dass wenn die Mittel knapp sind, dass man versuchen muss, möglichst alles zu holen, was man vom Bund haben kann. Aber Voraussetzung dafür, dass man Mittel umsetzen kann, ist erstens, dass man Baufreigaben hat, zweitens, dass man auch die Mittel rechtzeitig bekommt, um sie überhaupt zu bearbeiten, und drittens, man muss sie auch planen können, dass es seriös ist. Denn nur schnell mal Geld ausgeben, das ist Geld verbrennt zum Jahresende. Und diese verantwortungslose Politik, die mache ich nicht mit. Meine Damen und Herren, wir haben im Bereich der neuen Planung der Bundesverkehrswegeplanung haben wir deutlich gemacht, wir wollen weiter auch in Baden-Württemberg Aus- und Neubauten von Straßen machen, aber wir haben auch klare Kriterien. Wir haben das in einem umfangreichen Beteiligungsverfahren, übrigens mit Abgeordneten, Bürgermeistern, mit Landräten, allen bearbeitet und an den Bund gemeldet. Eine Liste von 11 Milliarden, die dauert bei den Ansagen des Bundes ziemlich lang, 50 bis 100 Jahre. Auch hier haben wir uns die Mühe gemacht, dass man priorisiert, dass man fachliche Kriterien anwendet und sagt, was geht und was nicht geht. Und ich würde Ihnen dringend raten, dass Sie mal Abstand nehmen von Ihrer Versprechenspolitik. Ich kann eigentlich sonst nur aus dem Ganzen schließen, dass Sie eigentlich nie damit rechnen und dass Sie jedes einlösen müssen, was Sie als Opposition versprechen. Das ist Ihnen noch nicht klar geworden, ja? Das ist Ihnen noch nicht klar geworden, dass diese Milliardenversprechen, die nicht finanziert sind, dass Sie die alle mal einholen könnten, wenn Sie je die Chance auf Regierung haben. Wir haben im Landesstraßenbereich ganz klar in den nächsten Jahren die Sanierung in den Vordergrund gestellt. Wir haben gehandelt, im Unterschied zu Ihnen. Wir haben nicht nur rumgeschwätzt, sondern wir haben gehandelt und ein Konzept gemacht. Und ich sage, meine Damen und Herren, wir haben uns diese Woche natürlich auch, um die Situation zu besprechen, mit den Regierungspräsidenten aller vier Regierungspräsidien getroffen, mit den Präsidenten der Straßenbauabteilungen. Und es war sehr eindeutig, dass alle gesagt haben, was für uns richtig und wichtig ist, dass wir diese Wende hin zum Erhalt hinbekommen. Es muss klar sein, dass es in den nächsten Jahren sehr aufwendig ist, auch personalaufwendig ist, dass die Zeit des schnellen Geldausgeben mit großen Belägen und sonst nicht groß planen vorbei ist, dass man komplizierte Ingenieurbauwerke langfristig planen, langfristig auch die Bearbeitung planen muss und dass es viel Zeitaufwand bedeutet und sehr viel Kosten. Und dass auch eins allen klar ist, und das ist ein gemeinsames Bekenntnis aller gewesen, wir werden beim Straßenbau und bei der Sanierung zuallererst auf Qualität setzen und nicht über schnelle Quantitäten pseudo-gute oder schlechte Leistungen erbringen. Meine Damen und Herren, weil Sie mir ja vorwerfen, ich würde mich nicht drum kümmern. Heute Abend schon von langer Hand ist in Berlin in der Landesvertretung eine große Veranstaltung zur nachhaltigen Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur. Da werden sein Herr Bodewig, Herr Dere,
Herr Bartle, der haushaltspolitische Sprecher der Union, und wir werden dort darüber sprechen, wie man diesen Strukturmangel im System, wie die Mittel fließen, wie unkalkulierbar die Mittel fließen, wie man den beheben kann und wie man die Infrastruktur auf Dauer, auf zuverlässige, planbare nicht nur Verkehrsströme, sondern auf Finanzierungsströme setzt und damit auch deutlich macht, dass man in der Infrastrukturpolitik eine Politik der langen Hand braucht, wenn man wirklich was erreichen will. Und ich will Ihnen mal sagen, Ihre vordergründige Millionendebatte, die erweckt lediglich den Eindruck, als wäre genügend Geld da, man müsste es nur nehmen. Tatsache ist, dass pro Jahr im Sanierungsbereich aller Verkehrsinfrastrukturen 7,2 Milliarden fehlen. Die fehlen. Und die fehlen Jahr für Jahr. Und jedes Jahr ist Vermögensverzehr im Bereich Infrastruktur. Und wir brauchen dringend mehr Mittel aus dem Bundeshaushalt. Wir brauchen dringend Nutzerfinanzierung, die das mehr machen. Das ist, was Sie nicht begreifen, dass Ihre Summen nicht die Antwort auf die wirklich grundlegenden Probleme sind. Wir brauchen diese grundlegende Reform der Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur und der Abwicklung der Verkehrsströme. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Diese Landesregierung baut und saniert Landesstraßen und Bundesstraßen auf Rekordniveau, deutlich höher als die Vorgängerregierung. Diese Landesverwaltung, insbesondere die Straßenbauverwaltung, hat in den letzten Jahren eine Spitzenleistung erbracht auf höchstem Niveau mit niedrigstem Personal. Meine Damen und Herren, wir haben alle Möglichkeiten genutzt. Der Bund hat uns alle Möglichkeiten, etwas zu bauen, aus der Hand genommen mit der Ansage, es gibt nicht mehr Geld, es gibt keine Baufreigaben, außer in Unlingen. Was für eine Lachnummer. Und wir kämpfen dafür, dass es endlich ein Prinzip der Überjährigkeit gibt, dass es einen Sanierungstopf gibt, der kalkulierbar ist. All das zusammen macht eine neue, moderne Straßenbaupolitik, die auf Nachhaltigkeit basiert und die ganz anders ausgerichtet ist als Ihre Politik der Gutsherrenart. Vielen Dank.